Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Festliches Backen für den Bergmann. Wir machen einen Stollen. Ich entschuldige mich in aller Form für diesen unglaublich schlechten Wortwitz, aber bevor ich ihn gesagt habe, fand ich ihn echt witzig. Ja, es sind ja nur noch ein paar Wochen, bis endlich wieder Weihnachten vor der Tür steht. Draußen hat sich das Laub bereits von den Bäumen verabschiedet. Es wird Zeit, an Weihnachten zu denken. Die Geschenke sind gekauft. Jetzt machen wir einen Stollen. Ja, denn ich habe irgendwo mal gehört, dass man ja Stollen wochenlang aufbewahren kann und den ja möglichst vor Weihnachten schon macht. Hat bei mir allerdings den Nachteil, wenn ich den zu früh mache, ist bis Weihnachten nichts mehr da. Deswegen haben wir ein schönes Rezept rausgesucht, was relativ einfach ist. Das heißt, wenn der in einer Woche weg ist, mache ich einfach einen neuen. Und jetzt erkläre ich euch, wie es geht. Natürlich brauchen wir für einen ordentlichen Stollen Mandeln. Und zwar habe ich einmal hier 100 Gramm gehackte Mandeln schon gekauft. Gibt es ja Gott sei Dank auch gehackt. Es gibt auch gemahlene Mandeln. Aber da ich jetzt noch feste hatte, müssen wir jetzt einmal 100 Gramm Mandeln mahlen. Ja, das machen wir so, dass wir die einfach hier in unseren Kessel hineinmachen und ja, etwa 5 bis 10 Sekunden auf Stufe 10 wirklich mahlen. Wie gesagt, ihr könnt auch Mandelmehl kaufen oder gemahlene Mandeln kaufen. Ich habe ja hier auch schon gehobelte gekauft, auch 100 Gramm, die brauchen wir später. So, jetzt brauchen wir nur noch unseren Spatel und machen das ganze Mandelmehl jetzt raus hier. Wie gesagt, 100 Gramm Mandeln gemahlen brauchen wir und 100 Gramm grob gehacktes oder gehobelte, nee, nicht gehobelt, gehobelt sind ja so kleine Scheiben, also gehackte Mandeln. Als nächstes kommen 175 Gramm Milch in unseren Mixtopf und 375 Gramm Butter. Wir brauchen insgesamt 500 Gramm weiche Butter, aber jetzt erstmal 375 Gramm. Ich bin immer noch so ein bisschen, es dauert bei mir immer noch ein bisschen hier mit dem TM6, weil ich zu Hause echt noch mit dem 5er koche. Zur Butter und zur Milch ein Würfel frischer Hefe und eine Prise Zucker. So, eine Prise Zucker und das Ganze erwärmen wir jetzt 2 Minuten 37 Grad Stufe 2. So, als nächstes kommen Mehl dazu und brauner Zucker. 125 Gramm brauner Zucker. Das habe ich jetzt schon abgewogen und 750 Gramm Mehl. Das habe ich noch nicht abgewogen. Das kommt jetzt hier dazu. Plopp. So, dann das Ganze auf Teigstufe. 2 Minuten kneten. Muss ich vielleicht aber mal zwischendurch reinschauen oder danach dann mal reinschauen, ob es gereicht hat. Aber laut Rezept 2 Minuten Teigstufe. So, dann gucken wir mal, ob die 2 Minuten Teigstufe, ich würde tendenziell noch mal 30 Sekunden laufen lassen. Vielleicht einmal noch so ein bisschen, weil sich da jetzt doch so etwas Mehl abgesetzt hat an der Seite, vielleicht einfach noch mal 30 Sekunden Teigstufe laufen lassen. Ich melde mich danach nicht mehr, denn nach der Teigstufe lassen wir den Teig 20 bis 30 Minuten im Thermomix gehen. So, unser Teig ist jetzt etwa 30 Minuten gegangen und hat sich auch schon ordentlich ausgedehnt und ist auch schön warm geworden. Jetzt kommen unsere 100 Gramm gemahlenen Mandeln zu dem Teig dazu und auch hier verrühren wir das Ganze wieder jetzt 2 Minuten in der Teigstufe zu einem glatten Teig. Der Teig kommt jetzt in einer Kugelform hier auf ein, ja, ich habe das jetzt mal aufs Backblech gemacht mit Silikon. Ich habe hier unseren tollen Teigtwister. Guck mal hier, fällt alles raus auf einmal. Wahnsinn, tolles Gerät. Wer das hier kreiert hat, der hat mitgedacht. Wie gesagt, in der Kugelform und dann lassen wir das eine Stunde lang gehen.
an einem warmen Ort, bis sich der Teig verdoppelt hat. Ja, wenn er sich nicht verdoppelt, dann wartet man noch länger. Ne? Aber das wird eine ganze Menge. Mein lieber Mann, verdoppelt mir ja. So, okay. Also, ich stelle das jetzt auf die Heizung. In einer Stunde melde ich mich wieder. Bis dahin trinke ich Tee. So, unser Stollenteig ist über eine Stunde jetzt schon vor sich hingegangen. Und was wir jetzt tun müssen, ist, wir müssen jetzt Sultaninen, 300 Gramm, 125 Gramm Cranberries. Wobei das waren mal 125 Gramm, während der Stunde geht's halt, vielleicht sind es jetzt noch 110 Gramm. Und gehackte Mandeln, ebenfalls 100 Gramm, die kneten wir jetzt hier in den Teig ein. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, da auch Orangeade und was weiß ich was alles noch mit einkneten. Ich mache das jetzt nicht, ja, aber es könnt ihr tun. Ja, ich habe das übrigens auch noch nie gemacht. Ich hoffe, das sieht jetzt nicht so schlimm aus, wie es sich gerade anfühlt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie einen Stollen gemacht. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. Und sagen wir es mal so, liebe Wunderkesselfreunde, wenn ich das hinkriege, dann könnt ihr das auch. Das ist ja immer so meine Devise. Ja? Was ich schaffe, das können Leute, die zu Hause kochen, auch. Weil ich bin ja kein ausgebildeter Koch oder so. Ich bin einfach nur ein ambitionierter Nutzer. So, Marzipan kommt nachher auch noch rein. Aber vorher, wie gesagt, wenn wir das dann hier irgendwann alles ordentlich eingeknetet haben und die Arbeitsfläche wieder grundgereinigt ist, vorher müssen wir das nochmal eine Stunde etwa gehen lassen. Aber da muss noch ein bisschen rein hier, muss noch etwas Mandel rein. Komm, als Truff, letzte Cranberry hier noch und rein damit. Wir formen das jetzt in eine Brotform oder in dem Fall eine Stollenform. Das ist ziemlich viel Teig. Ich weiß nicht, wie dick das sein darf, aber Stollen ist ja immer so ein bisschen länglicher, ein bisschen platt. Ich finde, das kann man so lassen, so denke ich. Ne? Jetzt müssen wir das nur noch aufs Backblech drauf kriegen. Wenn ich mein Glück kenne, zerbricht es in dem Moment, wo ich es hochhebe. Aber dann knete ich halt nochmal neu. Ha! Sitzt, passt, wackelt und kann jetzt nochmal eine Stunde gehen. Bis gleich. So, wie ihr seht, unser Stollen ist ganz schön aufgegangen. Wir müssen den jetzt noch mit Marzipan füllen. Dazu habe ich hier einfach so ein Päckchen Marzipan gekauft und da müssen wir jetzt so eine Rolle draus kneten, rollen, wie auch immer. Ich gucke, dass das so ungefähr die Länge hat, die unser Stollen hat. Das ist ja echt ein Riesenteil, bin mal gespannt. Weil der muss jetzt gleich nochmal 20 Minuten gehen. Ich denke, jo, das kommt hin. Wie kriegen wir das jetzt da rein? Mit der sogenannten Jackie Chan Technik, Handkante, quasi eine Lücke. Dann kommt der Marzipan hier rein. Warum ist das jetzt länger als vorher? Naja, passt schon. Und dann einfach wieder über dem Marzipan schließen. So, Marzipan kann man übrigens auch selbst herstellen. Wie das geht, erfahrt ihr in unserem Wunderkesselforum, der großen Koch-Community mit Herz. Da gibt es wirklich die besten Rezepte für den Thermomix, auch wie man Marzipan macht. So, jetzt forme ich das nochmal so ein bisschen, damit es einigermaßen stollig aussieht. Oh, da ist eine Rosine rausgefallen. Schade, Rosine. Dass das jetzt nochmal so ein bisschen Stollenform hat hier. Heize jetzt den Backofen auf 180 Grad vor. Das Ganze muss jetzt auch nochmal etwa 20 Minuten gehen. Wie gesagt, ich heize den Ofen vor und dann
sind es nur noch 60 Minuten Backzeit, bis der Stollen endlich fertig ist. Ist schon ein bisschen Arbeit, muss man sagen. Weitere 20 Minuten ist er jetzt gegangen, unser Stollen, und ich finde, das sieht gut aus. Ja. 180 Grad ist der Ofen vorgeheizt, 60 Minuten kommt das jetzt da rein und ich guck mal, was ich in den 60 Minuten mache. Vielleicht Tee trinken, keine Ahnung. Seit etwa einer halben Stunde riecht es hier fantastisch in der Wunderkesselküche. Und seit genau dieser Zeit habe ich einen verdammten Ohrwurm im Ohr. In der Weihnachtsbäckerei. Singe ich jetzt nicht, sonst gibt es Ärger mit YouTube. Ja, ist ja GEMA-pflichtig. Aber ihr alle kennt dieses Lied. Es ist furchtbar, wenn man es einmal im Kopf hat. Man kriegt es nie wieder raus. Aber hier ist unser unser Stollen. Riesengroß und leider hier in der Mitte ein bisschen aufgegangen. Da, wo der Marzipan ist. Und ja, ich sag mal, die Rosinen außen sind schon etwas dunkler geworden. Nun gut, wir schauen mal. Lassen den kurz abkühlen. Ich habe jetzt noch 125 Gramm Butter. Die Butter schmelzen wir jetzt bei 80 Grad, 4 Minuten auf Stufe 1 und bereiten schon mal unseren Puderzucker vor. Den könnt ihr entweder selbst machen im Thermomix oder ihr macht's wie ich. Ihr kauft einfach ein Päckchen und dann braucht ihr hier so eine, ne, kennt ihr. So, die geschmolzene Butter verteilen wir jetzt hier auf unserem Christstollen oder Weihnachtsstollen oder Winterstollen, wie auch immer ihr es nennen mögt. Und dann wird das großzügig mit Pudelzucker bestreut. Alles in Butter. Und jetzt bestreue ich, und zwar in rauen Mengen. Tja, sieht interessant aus, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen wie so ein, weiß nicht, kennt ihr diese Pita, diese türkischen Pitas, die so auf sind, wo dann so die Füllung, Schafskäse und so. So ein bisschen sieht das aus hier mit dem Marzipan da drin, aber es ist mir ehrlich gesagt völlig egal, wie es aussieht, Hauptsache es schmeckt. Leider werde ich den jetzt nicht anschneiden können, denn ich muss warten, bis er abgekühlt ist. Und mit Blick auf die Uhr, wir sind ja hier quasi in Soll und Brot und Überstunden gibt es hier keine. Deswegen lassen wir das jetzt genau so und ich werde euch in die Kommentare schreiben, wie es mir geschmeckt hat, wenn ich ihn dann morgen anschneide und essen werde, obwohl es erst November ist. Aber wie gesagt, der hält sich ja auch ein paar Tage, also etwa einen Monat kann man davon ausgehen und dann gut, wird aber bis Weihnachten trotzdem nichts übrig sein. Wie auch immer, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachkochen. Das ist wirklich ein Mammutteil. Ja, also da kann man schon ein paar Tage dran essen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das nachgemacht habt, wie es euch geschmeckt hat oder vielleicht sogar, ob ihr andere Stollenrezepte habt für uns, die wir zu Hause oder hier eben in der Wunderkesselküche nachkochen können. Ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich mache noch ein bisschen Schnee und sage Tschüss und guten Appetit.